Servus, Grillfreunde. Heute machen wir auf den Pitboss Memphis Ultimate der eierlegenden Wollmilchsau ein Schmorgericht, und zwar eine Rinderleiter vom Moselmetzger. Wie wir das machen, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Bei unserem Rinderleiterstück müssen wir, wie auch bei Spare Ribs, erstmal das Stück Silberhaut, was noch dran ist, entfernen. Das macht man am besten mit Krepppapier. Das geht dann auch dann ganz einfach. Ja, und so sieht das schöne Fleischstück dann aus. Fürs Schmoren brauchen wir dann auch das passende Gemüse, und zwar Zwiebeln, Karotten, und wir haben noch Paprika dazu gemacht. Das kommt dann alles zusammen in ein Töpfchen, und dann kann man das nachher zum Schmoren hinzugeben. Unseren Pitboss Memphis Ultimate Kombigrill haben wir vorgeheizt und den Dutch Oven ein bisschen eingeölt. Ja, und dann braten wir unser Rinderleiterstück erstmal ein bisschen von allen Seiten an. Die Seite mit dem Knochen könnt ihr natürlich weglassen, da ist ja nichts zum Anbrutzeln dran. Aber schön Röstaromen zuführen, und da bleibt ja auch ordentlich was im Topf, was dann nachher richtig feine Aromen an unsere Soße und unsere Schmorflüssigkeit abgibt. Als Gewürz haben wir unseren Senf abgenommen, ja, und jetzt kommt das Schmorgemüse hinzu. Zusätzlich noch ein paar Löffel passierte Tomaten rundherum verteilen. Ja, und dann geben wir noch ein bisschen Salz in den Topf hinein. Dann ein bisschen gekochtes Wasser schon, das spart uns ein bisschen das Erhitzen, ne? Ein bisschen Zeit sparen. Ja, Deckel drauf, und dann lassen wir das Ganze schön schmoren. Als Beilage gab es Serviettenknödel, ja, und nach ca. 2 Stunden Schmoren bei 140 Grad sah das Ganze dann so lecker aus. Und dann konnten wir das Stück Fleisch schon hinausnehmen. Ja, das roch natürlich schon mal fantastisch, und jo, lässt sich auch sehen. Dann haben wir den Sud, oder was unten in dem Topf drin war, an Flüssigkeit, in unseren Stabmixer getan und eine klasse Soße draus gemixt. Das ist bei Schmorgerichten immer klasse, dass da kaum was verkommt. Und danach haben wir den Knochen vom Fleisch gelöst und es in passende Scheiben geschnitten, denn wir wollen das Ganze gleich auch nochmal für so 25-30 Minuten in die Soße einlegen. Ja, damit ein bisschen Soßengeschmack auch noch ans Fleisch drankommt. Ne? Hier seht ihr schon, wie wir Stückchen da hineingeben. Und anschließend, nach 25 Minuten, haben wir das Ganze dann auf den servierten Knödeln angerichtet. Und oben natürlich noch schön ein bisschen Soße drauf gegeben. Die machte richtig was aus. Also macht's mal gerne nach. Und ja, schreibt mal in den Kommentaren, was eure Lieblingsschmorgerichte sind. Ich mag ja eigentlich alles gerne aus dem Dutch Oven. Also bis demnächst, euer Höwegriller.